Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns Moment. an, wie du selbst einen perfekten Hintergrund für deine Berichte in Power BI gestalten und erstellen kannst. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du einen Hintergrund für deine Berichte in Power BI erstellen kannst. Die Möglichkeit 1 ist, du fügst diese über Formen oder einzelne Bildelemente ein. Zum Beispiel hier in diesem Power BI Bericht kann ich über den Reiter einfügen, beliebige Elemente einfügen und kann somit beispielsweise einen Hintergrund gestalten für die Navigation bzw. Selektion einer Filterung. Und im unteren Bereich kann ich nun einen Hintergrund angeben für eine visuelle Darstellung. Wie ihr seht, ist es so auch möglich, jedoch hat diese Variante einen großen Nachteil. Jeder dieser Formen, die ich direkt in diesen Power BI Bericht einfüge, wirkt sich auf die Leistung bzw. Performance dieses Berichtes aus. Unabhängig davon, ob eine Abfrage damit verknüpft ist. Wenn stattdessen ein einzelnes Bild für den Hintergrund verwendet wird, muss Power BI lediglich nur ein einzelnes Element und nicht mehr als 10, wie hier zum Beispiel, hier sind es 4, für einen Hintergrund verarbeiten. Wenn man möchte, kann man diese Performance auch ermitteln, und zwar wenn man den Performance Analyzer verwendet. Wir sehen uns aber nun die zweite Möglichkeit an, und zwar indem du dir das Hintergrundbild bzw. Hintergrundgrafik für deinen Bericht selbst erstellst. Und zwar beginnen wir damit, dass wir Power BI verwenden. Ich habe hier ein neues Power BI Blatt erstellt und prüfe zunächst die Foliengröße. Diese sollte für ein Breitbild 16 zu 9 formatiert sein. Anschließend kann ich nun bereits gleich mit der Darstellung meines Hintergrundes beginnen. Dazu bediene ich mich der grundlegenden Darstellungsformen. Zum Beispiel möchte ich eine Unterscheidung zwischen der Menüleiste und der restlichen Layout-Darstellung. Und zwar gebe ich nun für die Filterleiste, in diesem Fall Fülleffekt, eine dunkle Farbe an und für das andere gebe ich nun eine leichte Gelb-Notierung an. Nun kann ich nun einzelne Grafiken einfügen, und zwar möchte ich im oberen Bereich einzelne Datenfilter vorsehen. Dazu bediene ich mich dieser Grafik und kann beispielsweise hier drei Filter entsprechend darstellen. Und zu guter Letzt möchte ich noch eine große Formatierung hier unten anstellen, beziehungsweise könnte ich das so gestalten, dass eine Grafik als Säulendiagramm und eine als Tabelle verwendet wird. Dann kann ich noch etwas Design dazugeben, und zwar indem ich einen Effekt zugebe, und zwar eine Schattierung. Nun habe ich nun dieses Layout erstellt und kann dieses entsprechend speichern. Und zwar speichere ich das als Bild und zwar als JPEG und nenne diese Hintergrund Design.
ich möchte nur diese Folie. Somit haben wir bereits ein Bild abgespeichert und kann dieses nun anstatt dieser Formen einfach als Hintergrundbild einfügen. Dazu gehen wir in den Eigenschaften, wählen dort das entsprechende Bild aus, reduzieren die Transparenz und sehen schon diesen Hintergrund in aktiver Form und kann damit jetzt beginnen, die Datenbasis zu laden. Und zwar in diesem Fall eine einfache Excel-Datei. Selektiere noch meinen Datenbereich und die Daten sind nun entsprechend nach Power BI geladen. Nun kann ich beginnen, ein Säulendiagramm zu erstellen. Dieses möchte ich hier in diesem Bild darstellen und verwende dieses Measure und noch ein zweites. Gebe nun an, dass hier der Mittelwert verwendet werden soll und auch grafisch gebe ich nun den Hintergrund heraus, damit das nun entsprechend ein einheitliches Bild darstellt. Als nächstes kann ich noch einen Datenschnitt hinzufügen und auch dort verwende ich das Datenfeld Department und habe dort auch die Möglichkeit, auf ein Dropdown umzuschalten. Und auch hier möchte ich den Hintergrund herausgeben und gegebenenfalls auch noch die Schrift erhöhen im Slicer Header und auch im Bereich der Elemente kann ich diesen Datenschnitt übernehmen und auch für die anderen beiden Datenslicer einsetzen. Ich tausche noch das Department nach Employee Name aus und auch hier möchte ich statt dem Department den Managername und kann zu guter Letzt noch auch eine Tabelle einfügen, in der ich nun das Gehalt der einzelnen Employees mir anzeigen lasse und auch dort gebe ich wiederum das Hintergrundbild heraus. Und wie ihr seht, könnt ihr damit auch hinsichtlich der Performance eine Verbesserung erzielen und des Weiteren ist auch die Gestaltung des Hintergrundbildes über ein Power BI Vorlage oder Power BI Datei wesentlich einfacher zu gestalten, als wenn ihr es direkt in Power BI das durchführt. Falls du Fragen hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!